Hallihallo, da ist der Gusor wieder. Und er hat ja gerade heute das Video mit dem Donjon, also nicht mit dem Donjon, sondern ja, über die Sache mit Donjon gemacht, wegen der, ja, ihr wisst es selber, wegen der Suche, wegen der YouTube-Suche. Wie gesagt, da nochmal bitte an euch, geht jetzt nicht darum, also ich hatte da nochmal kurz bei Mr. Mobile Fanboy auf dem Channel geguckt, nicht, also so hatte ich einen gesehen, der hat ihn übelst gehatet. Das ist, wie gesagt, absolut nicht der Fakt. Ich glaube auch, die Mehrheit weiß ganz genau, worauf das hinausläuft, sage ich mal. Wir wollen hier nicht irgendwie irgendein Hate anfangen, ganz klare Sache, sondern wirklich, also ich glaube ihm das auch. Also ich glaube ihm das nicht, dass er jetzt irgendwie irgendeine linke Nummer abzieht oder sowas. Das glaube ich auch nicht. Fakt ist aber, wisst ihr selber, er ist faktisch immer da und man kann halt eben nichts anderes machen. Deswegen, wie gesagt, einfach in den nächsten Videos, die jetzt eventuell auch kleine YouTuber machen oder auch große, einfach noch Hashtag fair bzw. fair mit in den Titel und dann schauen wir mal, dass wir da eventuell was reißen können, dass wir eventuell wirklich einfach ein bisschen mehr farbenfrohe Sachen hinkriegen, also sprich wirklich einfach ein bisschen mehr Abwechslung in die ganze Sache reinbringen. Ist ja, denke ich mal, für jeden ganz interessant. So, jetzt aber genug darüber gefachsimpelt. Achso, jetzt habe ich noch gerade die Aussage bekommen. Oh, ja, hier, schön hast du gejammt. Mit dem Account jetzt gerade. Nein, habe ich nicht. Sondern es gab eine Errungenschaft. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt gerade nicht welche. Ich glaube, ich habe eine kann das sein hier mit Süßer Sieg? Ja, das war's. Süßer Sieg, kleinen Moment. Ich guck mal kurz rein. So, da bin ich wieder. Ja, und zwar ist hier der Beweis, nicht, dass ich es beweisen müsste, aber wie gesagt, ich habe auch demjenigen zu nochmal geantwortet. Es ist einfach wirklich das teuerste Gut, was ich effektiv habe, ist euer Vertrauen. Wenn ich jetzt hier sage, na, ich jamme nicht und hintenrum jamme ich dann doch, dann könnt ihr mir nicht mehr vertrauen. Schlussendlich sagt er, ey, das ist ein Scheißtyp und fertig. Wie gesagt, das ist mir vollkommen klar, dass wenn einmal das Vertrauen weg ist, dann ist das weg, fertig, aus. Und da seht ihr hier, da gibt es 450 Juwelen. Und das ist ja ziemlich, ziemlich wahrscheinlich, dass ich die gerade gemacht habe. Und da habe ich ja einfach die Möglichkeit genutzt und mir gesagt, gut, okay, das stimmt nämlich wirklich. Ich war irgendwie bei 800 Gems, das ist gar nicht so verkehrt. Irgendwie 800 oder knapp 900. Und dann habe ich mir halt gesagt, gut, okay, komm, logischerweise, vierte Bauhütte, ist ja wohl mal ganz klar. Aber nichtsdestotrotz hat er mir da natürlich gleich so ein kleines Geheimnis entlockt. Und zwar geht es darum, es kommt ja bald 10 Abo-Special. Und da will ich Folgendes machen. Ich haue Hexen für euch raus, weil ich habe ja mal, als ich die Boogies Level 6 hatte, habe ich mir ja gesagt, kommt hier Boogies Level 6 an alle, die es haben wollen. Und jetzt natürlich 10k war das, was ich immer haben wollte. Und wenn ich das erreiche, dann muss auch irgendwo was her, was nicht so ganz easy ist, sage ich mal. Beziehungsweise, ja, wie gesagt, ich bin ja grundsätzlich nicht der irgendwas verlosen möchte und sowas, weil das ist wirklich einer von 10.000, der dann irgendwie mit einer Gutscheinkarte oder sowas rumrennt und die anderen sagen, ja toll, schönes Ding. Und? Interessiert uns das? Nein. Deswegen würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, ich würde mal 5 Euro ausgeben, man muss den Ball ja schön flach halten, und würde dafür dann halt immer, also in dem anderen Account halt, dann mache ich, was weiß ich, nochmal Gusua spendet oder sowas, das werdet ihr dann aber sehen, und dann würde ich halt die Hexen, also ich würde mir je noch DLX, sage ich jetzt mal, erfarmen. Eine Hexe kostet 350 und somit kriegt man, was weiß ich, ich sage jetzt mal mit 50k DLX, kriegt man schon ein bisschen was geruppt. So, dann würde mir aber die Zeit logischerweise total wegrennen, weil wisst ihr selber, irgendwie über 10 Minuten da auf so eine Hexe zu warten, ist ein bisschen gay. Ja, ich sag's nochmal ganz kurz, gay ist, klar, heißt schwul, aber ich bin nicht gegen Schwule. Das ist einfach so eine Redewendung. Also, wenn das jemand böse aufstoßen sollte, einfach nochmal eine Info. Wie gesagt, ich bin absolut nicht irgendwie gegen Schwule, was auch immer, gar kein Thema. Habe ich gar kein Problem mit.
ihr seid schwul und das ist auch gut so. Also diejenigen, die schwul sind, das ist vollkommen in Ordnung. Gar kein Thema. Also wie gesagt, nicht abwertend oder sowas zu sehen. So, jetzt geht's aber wieder hier um COC. Bogis und Magier ab 5. Oh, das tut mir leid. Habe ich leider nicht, denn meine sind nur 4. Aber egal, hauen wir einen Angriff rein. Yay, ihr habt es gesehen. Erster Klick, bam, ins Gesicht, direkt rein. Ja, und ihr seht auch einfach wieder, ich bin wieder leicht positiv gelaunt. Und es ist einfach wieder so, wenn man keine gute Laune hat, sollte man nicht spielen, beziehungsweise sollte man nicht Let's Playen. Ich habe ja letzte Woche megamäßig aufs Maul bekommen, wegen dem beim Spiel essen und trinken und rülpsen. Ja, und ich muss sagen, die Sache ist die, wie gesagt, ich mache das und fertig, aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn so viel da ein Problem mit hatten, ich habe es ja auch an der Like- und Dislike-Sache gesehen, dann wäre es irgendwo wirklich ein bisschen fail zu sagen, ja, hier kommt und fertig. Nein, also klar, ein gewisses Benehmen sollte da sein, sehe ich auch vollkommen ein. Finde ich vollkommen in Ordnung, dass ihr es geschrieben habt, fertig aus, dann kann man es verbessern und gut ist. Trotzdem werdet ihr immer mal wieder mich sehen, dass ich irgendwie was am Essen bin, aber nicht so krass, weil als ich es mir dann wirklich angeguckt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dachte ich dann auch, na okay, da ist es eventuell doch ein bisschen übertrieben. Und da ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn dann eben so eine Sache kommt wie bitte nicht und so weiter und so fort. Nicht hier dieses, aber das, so ganz krasse Worte kamen da auch nicht. Aber wirklich, das ist in Ordnung. Da habe ich mir das, wie gesagt, dann selber nochmal zu Herzen genommen und gesagt, ja, haben sie ein bisschen recht gehabt. Haben sie ein bisschen recht gehabt. Und von daher vollkommen in Ordnung. Da zieht ja Guzua dann ein bisschen den Hut, den imaginären Hut, und dann ist es in Ordnung. Dein Ernst? Ey, wie sieht's mit dem CV aus? Männlich. Aber guck mal, sehen wir wieder, es ist wirklich einfach nur die Angreiferzahl. Reißt man das raus oder nicht? Das ist, Guzua zeigt das nicht auf YouTube. Sorry, ist gerade online. ich weiß nicht, um was es geht, aber es ist mir auch vollkommen Banane gerade. Ja, genau, im letzten Video habt ihr ja die Boogie Queen gesehen, das stimmt. Macht natürlich nicht viel Sinn, das in eine Facecam zu halten, die er dann im Greenscreen draußen hat und wie auch immer, klar, dann sieht man die natürlich nicht richtig. Ja, ging irgendwie bestimmt wieder um Falschspenden oder sowas. So. Oh, wir haben wieder ein bisschen Gold. A little bit of gold. Aber hier den, da bin ich richtig stolz. Da ist der Guzua leicht stolz drauf. Ja, ich in der dritten Form spreche gern von mir. Dass ich den halt dann schon eben auf Level 3 upgrade, weil, ja, der bringt's halt. Und ich weiß das noch. Wie gesagt, langsam kann ich echt die Parallelen zu meinem anderen Account ziehen und wirklich sagen, ja, hast du fein gemacht. Mittlerweile läuft's. Und dann, wartet mal, der ist noch auf 3. Genau, das kommt dann als nächstes bald, denke ich mal. Ich habe hier schon mit ein paar Mäuerchen angefangen und finde das auch ziemlich nice. Und, ah, ich wurde mit dem anderen Account richtig übelst mal, ja, richtig übelst, ja, schon auseinandergenommen, ganz klar. Möchte ich euch auch auf keinen Fall verheimlichen, zeige ich euch gleich, weil endlich mal wirklich mich einer angegriffen hat und der hat mir auch wirklich, glaube ich, das gesamte DLX geklaut. Aber, also er hat auch nicht alles kriegen können, aber der hat sich schon wirklich ganz gut angestellt und der war auch nur Level 109. Da muss ich echt sagen, das lief bei ihm. Also da muss ich wirklich sagen, Respekt, aber gucken wir uns gleich mal an. Gucken wir mal rein hier. Alter, nice. Nice Nummer. Das ist natürlich echt richtig krass im Bereich Town Hall 7 und er hat, glaube ich, Town Hall 9, wenn ich nicht ganz falsch liege. Oder ist er noch... Ach, wir gucken gleich mal rein.
Das ist aber echt richtig mega. Das ist richtig mega gewesen. Ich glaube, Nova ist 9 mittlerweile. Ich guck mal. Muss ich gucken. Nee, das sieht noch. Ja, er ist noch 8. Ist noch 8. Und also hat er sich megamäßig verändert. Also wirklich, wenn man überlegt, er war zuvor Town Hall, also mit dem anderen Account Town Hall 10. Und ich glaube, das war nicht mal so. Also da hat er schon richtig gut ausgebaut. Das ist echt cool. Und auch die Base selber hier richtig cool gewesen. Also hat er richtig cool gewählt. Läuft. Ich will noch eine Sache machen. Und zwar, ich habe Nachricht bekommen. Sorry, konnte meine Freude nicht richtig zeigen, hat mir mein Mitbewohner gerade geschrieben. Das ist vollkommen in Ordnung. Nee, der hatte sich nämlich den Arm gebrochen und hat da ganz andere Sachen, die ihn jetzt interessieren, ganz klar. Hashtag. Wie gesagt, ihr seht es wirklich, es ist einfach auch keine übertriebene, wie soll ich sagen, Coolness, nee, cool bin ich eh. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, dass man sich da so total, oh, jetzt freue ich mich mal. Nein, das ist einfach, das macht Spaß. So, und hier soll ich nämlich die Sarah, soll ich checken. Yeah. Ich würde mal sagen, sie macht Go Wipe mit Loon. Go Loon Wipe. Level 96. Und das sieht mal mega geil aus. Das sieht nach richtig noch nicht maxed. Aber klar, also was fällt einem am Anfang gleich auf? Man sieht, Magier sind gemaxed, Magiertürme sind gemaxed, Minenwerfer sind gemaxed, X-Bows, die ja richtig Schotter kosten, auch gemaxed, aber halt die Luftabwehr. So sieht es eben halt bei mir auch aus, dass ich die Luftabwehr noch am spätesten gemacht habe, weil ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wurde nicht wirklich angegriffen mit Loons. Dann brauchst du die halt auch nicht gleich. Hier. Auch richtig nice. Richtig nice. Beide schön auf 6 und dann splasht da richtig was rein. Mauern auch schon richtig fett. Also wirklich für Level 96. Richtig geil. Eine Frage noch an euch. Also hier sehen wir ja jetzt auch, die sind nicht gemaxt. Was aber, wenn ihr das nicht machen möchtet, auch vollkommen okay ist. Hat einer mal Bock? Nur mal so. Das wirklich mal drauf ankommen zu lassen und zu sagen, gut, okay, ich beiße in den sauren Apfel rein und möchte eine Challenge, kann man es nicht nennen, aber ich möchte das probieren, weil ich später eh im Bereich Champion mich rumdrücken möchte. Ich baue keinerlei, also außer die ersten muss man ja bauen, also sprich ein Sammler, eine Mine muss man ja haben, aber ansonsten keinerlei Minen und Sammler um diese Prozente. Dann später halt nicht zu verteidigen zu müssen. Also klar, wenn ich natürlich hier meine 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinger habe, also effektiv 5 weniger habe und dann nochmal 5 weniger, also effektiv 10 Gebäude weniger, die machbar sind, sage ich mal, die man ja theoretisch nicht braucht, hat da mal einer Bock, dann kann der das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Das würde mich mal richtig interessieren, dass der sagt, ach komm, hier, ich mach das Ding eh für Champ fertig und dann schauen wir mal, was geht. Ansonsten wirklich mega geil, ganz klare Sache hier. Also da hat die, ich nenne sie jetzt einfach mal Sarah, hat die Sarah alles richtig gemacht. Gefällt mir gut. Und jetzt sollte ich noch, weil wie gesagt, ich bin ja nicht so krass am Checken, weil wirklich, es dauert halt wirklich lange und so weiter und so fort. Hier haben wir Sir Lancelot. Und ich würde mal auch sagen, Town Hall, ja, muss Town Hall mindestens Town Hall 9 sein, weil er eine Queen hat. Und ey, hört auf, mein fettestes Video mit diesen über 300k. Ich habe das ja am Anfang echt nicht so ganz verstanden. Oh, warum haten die mich so krass? Warum haten die mich so krass? Ja, mittlerweile kann ich es echt verstehen. Wirklich, hat einer Go Wipe gemacht, Go Golems vorgeschickt und dann sage ich, oh, warum droppt er die Packers? Weil er sieht doch, dass die Teslas da sind. Ja,
Da war ich einfach noch nicht so weit, um zu merken, ja, okay, Golem tankt und so weiter und so fort. Also da merke ich echt, es hat sich echt eine mega Sache getan. Wirklich beim Verständnis zu den ganzen Geschichten hier. Was sehen wir hier? 102? Da möchte ich ganz ehrlich, Sir Lancelot, da möchte ich nicht die Magiertürme auf 6 sehen. Da will ich die auf 7 sehen. Was ich geil finde, wie gesagt, Expo auf 3, richtig cool. Was hast du denn gefarmt? Wenig, sage ich jetzt mal so. Also relativ wenig. Da geht noch mehr. Aber du bist ja in der richtigen Liga dafür. Das passt. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall Magiertürme hoch. Und auch mauertechnisch, das ist jetzt nicht so der Oberknüller. Muss man einfach mal so sagen. Das hier gefällt mir gut. Drinne, die kommen und machen was. Ganz klar. King auf 11 ist okay. Queen auf 10. Das ist in Ordnung mit den Helden. Aber der Rest, das ist noch nicht so ganz toll. Das gefällt mir nicht so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das ist halt eben so eine Sache. Das muss jeder selber sehen. Und hier wird gerade schön die dunkle Kaserne auf 6 geupt. Dann kannst. Was? Warte mal. So war sie doch. Hexe. Und dann. Genau. Da ist sie dann Lavahund. Genau. Level 6. Passt. Ja, wie gesagt. Luftfeger, ich kann da noch nicht viel dazu sagen. Da steht er auch nur so rum, klar, weil in dem Bereich einfach nicht so krass mit Loons gefarmt wird. Weil es sich einfach auch nicht lohnt, beim Farmen halt dann noch das Elex rauszublasen. Weiß ich nicht. Ist nicht so lohnenswert. So. Ich würde mal sagen, das war wieder eine richtig smoothe Folge. Ja, der TH, das kann der Guso ziemlich geil. Und ich würde mal sagen, bleibt safe. Und ich finde das einfach cool. Ich finde das, ja, ich finde das einfach cool. Ja, und wie gesagt, hier geht es auch ganz gut los. Viele haben mich mittlerweile auch bei Instagram geliked, gefollowed, wie auch immer. Und ich bin jetzt auch ein bisschen mehr am Hin und Her schreiben und machen und tun und finde meine Fotos auch ziemlich cool. Und das läuft eigentlich ganz gut. Ansonsten, wenn ihr mich auf Instagram followen wollt, dürft ihr das gerne tun. Und zwar gusua-youtube. Dann findet ihr mich. Jetzt würde ich ja fast gerne was trinken, aber ich verkneife es mir wirklich noch bis kurz vorm Ende, beziehungsweise bis zum Ende. Kriegen wir auch noch hin hier. Gucken wir mal. Oh, Tesla Attack, Tesla Attack. Wollen wir hier mal ein bisschen die Teslas attacken, bevor sie uns attacken und kaputt machen? Ja, jetzt kommt da noch. Ich glaube, da gehen echt richtig, richtig viele drauf. Auf jeden Fall. Alter, da haut der noch mal raus. Da hat er richtig, richtig krass rausgehauen. Aber überlegt bitte. Ich meine, die Skelettfallen, die kosten auch ein bisschen Steine. Müssen wir jetzt auch mal so sagen. Ich meine, klar, wenn jetzt einer kommt mit schlechteren Troops, dann hat der natürlich auch schlechtere Karten, klar. Aber ich weiß nicht, ob es das dann wert ist. Wollen wir noch ein bisschen D-Alex? Ach komm, nein, wir sind jetzt mal keine Arschlöcher oder ein Arschloch. Dann passt das schon. Das war's. Das war's. Ich wünsche euch was. Jo. Ringekloppt. Das war der Gusua für euch auf YouTube. Und guckt auch mal bei Facebook vorbei. Einfach mal Gusua eingeben. Da könnt ihr eventuell auch so eine Facebook-Seite liken. Und dann seht ihr auch wieder krasse, coole Sachen. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.